Und es geht weiter mit einer klassischen Biermarinade für Schweinenackensteaks. Dazu brauche ich erstmal Bier, welches ich ca. 5 Minuten im Topf einkochen lasse. Ich empfehle für 1 Kilo Fleisch ca. 200 Milliliter Bier zu verwenden. Während das Bier einkocht, ca. 5 Minuten, fügen wir alle anderen Zutaten zusammen. Dazu gehören ca. 100 Milliliter Olivenöl, 1 Esslöffel Senf, Salz, Pfeffer und verschiedene Gewürze. Basilikum, Salbei, Thymian und Rosmarin. Das Ganze verrühren. Noch einen kleinen Moment, bis auch das Bier ca. 50% eingekocht ist. So, das Bier ist einreduziert und wir können die restlichen Zutaten zugeben. Auch diese Marinade empfehle ich zum Schluss noch einmal zu pürieren, um eine bessere Bindung zu bekommen. Dann muss das Ganze nur noch erkalten. So, jetzt lege ich die Schweinenackensteaks ein. Auch hier darauf achten, dass die Marinade schön abgekühlt ist. Und auch in diesem Fall empfehle ich natürlich, die Marinade wenigstens 5 Stunden einziehen zu lassen. Je länger, je besser. Zum Schluss wird das Ganze nur noch abgedeckt und in den Kühlschrank gestellt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.